Die Steirerherzen Knittelfeld feiern heuer ein ganz besonderes Jubiläum. Grund genug für uns, nachzufragen, wer sich hinter diesem Verein verbirgt und warum dieser Kultur- und Volkstanzverein in unserer Region so beliebt ist. Ja, ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Michael Dockner. Ich bin zurzeit der Obmann von die Steirerherzen. Wir sind der Kultur- und Volkstänzerverein Steirerherzen Knittelfeld, Spülberg, Opfelberg. Wir sind der heimische Brauchtums- und Volkstanzverein. Wir pflegen eben, wie gesagt, das heimische Brauchtum, den Volkstanz, das Schurplatteln, das Gorselschneuzen, die Musik und auch das Lied ist bei uns immer ein Thema. Ja, die Steirerherzen sind eigentlich der Verein, der in der Region Knittelfeld-Spielberg, wie gesagt, die Wurzeln, die Tradition pflegt. In der heutigen Zeit, wo alles so global ist, eigentlich Internet und vernetzt ist und so weiter, ist es von unserer Seite aus wichtig, dass eben das erhalten bleibt und weitergehen wird. Wir die Steirerherzen sind wir ein aktiver Verein. Wir haben ca. 40 aktive Mitglieder. Das setzt sich zusammen aus der Kindertanzgruppe. Auch da haben wir zwei Kategorien. Das sind die Minis, das sind die Kleinen zwischen 4 und 7 Jahren. Dann gibt es die Kinder zwischen 7 und 13 Jahren. Dann kommt die Erwachsenen-Tanzgruppe, die ist eben von 14 Jahren aufwärts bis nach oben ist keine Grenze gesetzt. Solange die Füße sich bewegen, darf bei uns jeder mittanzen und kann einfach unser Brauchtum mitleben. Und dann gibt es bei uns im Verein auch die Schneuzergruppen. Die teilt sich auch auf in die Gorselschneuzer. Das sind die Peitschen, die man früher die Kutscher auf die Fuhrwerk gehabt hat. Das ist bei mir heute im Takt der Musik. Das ist auch Brauchtum von früher, das wir weitergeben. Und das Apperschneuzen machen wir. Apperschneuzen ist ein Brauch von Frühjahrszeiten auch, wo eben der Winter vertrieben wird. Da haben wir so lange Peitschen, 3, 4, 5 Meter lang. Und mit dem Knall, der da entsteht beim Schnalzen, wird eben der Winter vertrieben, die bösen Geister, wie es früher halt war. Ja, wie gesagt, und singen haben wir auch, Entschuldigung, fast vergessen, unser Singkreis, der besteht immer darauf, dass auch erwähnt wird. Der Singkreis ist bei uns im Verein ein bisschen die ältere Generation und die pflegen eben das Volkslied. Mitmachen kann bei uns im Prinzip jeder. Kinder von 4, 5 Jahren weg können schon Volkstanzen, können schon Schurplatteln, können sich anmelden. Unsere Kontaktdaten findet man auf der Homepage von der Gemeinde Knittelfeld oder von Spielberg. Die Aktivitäten von unserem Verein sind eigentlich sehr, sehr vielfältig. Über das ganze Jahr eigentlich geht es bei uns durch. Wir fangen auch mit vereinseigenen Veranstaltungen. Wir haben da alle Jahre unseren Brauchtumsnachmittag, wo wir unsere eigenen Leute präsentieren gegenüber unseren Mitgliedern und so weiter, Freunden vom Verein. Dann sind wir in der Steiermark unterwegs bei Trachtenfesten von anderen Trachtenvereinen, aber auch in der eigenen Gemeinde. Knittelfeld und Spielberg hauptsächlich, sind wir sehr aktiv. Dann gibt es noch Hoffeste, es gibt Frühschoppen, also Geburtstagsfeiern. Das ist bei uns ganz, ganz verschieden, wo wir eigentlich auftreten. Mitternachtseinlagen, mit dem wir genauso als Brauchtum fördern, pflegen, weitergeben, sei es Bäumbuschen binden, sei es Adventkranz binden. Also unser Verein ist da sehr, sehr aktiv, das ganze Jahr. Ein bisschen sportlich sind wir auch, Eisstockschießen im Winter, Skifahren, ja. Also bei uns rührt sich eigentlich immer was. Ja, und demnächst feiern wir einen schönen Jubiläumsabend in Knittelfeld. Wir feiern eben 90 Jahre Steirerherzen. Da haben wir im Kulturhaus im großen Saal ein schönes Programm für euch vorbereitet. Auf das möchte ich jetzt sehr, sehr herzlich einladen. Wir haben zum Beispiel als Moderator bekannt vom ORF Steiermark in Ernst Zwanzleitner. Er spielt auch mit seiner Zwanzleitner-Musi mit. Des Weiteren haben wir einen Rachauer Männerchor. Wir haben von Bad Geusern die Geuserer Berika-Boscher, dann haben wir die Almhörnchen aus Trieben, dann haben wir die Schublattler-Gruppe Krakauer Freunde, den Trachtenverein Rossecker aus Bruck, unsere eigenen Kinder, die Minis, werden genauso tanzen und die Ritori-Musi, das ist eigentlich unser Hausmusi, Darina Hansi an meiner rechten Seite ist der Chef der Ritori-Musi, wird auch mit der Musik
das Ganze, den ganzen Abend gestalten und begleiten. Ja, und in diesem Sinne darf man uns sehr, sehr freuen, dass wir das Kulturhaus, den Saal voll kriegen. Bitte kommt zu uns und schaut euch das an. Es ist ganz ein toller Abend.